hör zu, ich möchte mit dir über dein Gesicht sprechen, okay? Okay, ja, was ist damit? Mir gefällt es nicht. Oh, okay, tut mir leid, schätze ich. Also, ich will es nicht mal ansehen wollen, mir gefällt es gar nicht. Okay, ich meine, du kannst woanders hinschauen. Also, ich schaue gerade in diese Richtung und dein Gesicht ist da und mir gefällt das gar nicht. Wäre echt super von dir, wenn du es bewegen würdest. Ich stehe hier schon seit 72 Stunden, ich bewege mich hier nirgendwo hin. Nun, mir scheint es, als würdest du mich in die Ecke drängen und mir gehen langsam die Optionen aus. Was meinst du damit? Du zwingst meine Hand. Was zu tun? Ich werde alle Sachen aufzählen, die mir an deinem Gesicht nicht gefallen. Oh, aber das gefällt mir nicht. Das klingt nicht angenehm. Das wird auch unangenehm, okay? Also zuallererst gefällt mir deine Brille nicht. Sie lässt deine Augen zu groß aussehen. Du siehst aus wie ein Lemur. Ja, das ist das blödeste Tier. Ich glaube, dass du nicht genug blinzelst und deine Nase ist unnötig. Okay, ich bin sehr empfindlich, wenn es um mein Blinzeln geht. Deine Haare sind einfach willkürlich. Ich weiß nicht, was das bedeuten soll, aber mir gefällt nicht, wie es sich anfühlt. Die Form deines Gesichts ist abgefuckt. Du solltest mal langsam deine Klappe halten und aufhören, damit Sachen zu sagen. Nein, ich werde sogar noch mehr aufzählen. Deine Ohren, wenn ich die bei einer Gegenüberstellung wiedererkennen müsste, wäre das ziemlich einfach, weil sie so doof aussehen. Das wäre nicht mal ein Problem für mich. Was hast du mir angetan? Ich weiß es nicht. In meinem Kopf tut jetzt alles weh. Was hast du getan? Ja, mir gefielen die Geräusche nicht, die du mit deinem Mund gemacht hast. Also dachte ich mir, dass wenn ich meine Hand da ganz schnell hinpacke, sie deinen gesamten Sprechbereich behindern würde, ohne dass du es bemerkst. Ja, aber ich habe das ganze Ding bemerkt. Ja, das kann ich auch sehen. Ich mochte das gar nicht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ich hasse es. Das ist gut. Oh Mann. Oh, also hörst du auf, gemeine Sachen über mein Gesicht zu sagen, deswegen hier? Also ich hätte noch einige Sachen, die ich aufzählen würde, aber wenn ich das tun würde, würdest du das mit der Hand nochmal machen? Ich meine, ja, schätze schon. Na, dann werde ich die Sachen eben nicht sagen. Also das ist geil. Ja, was auch immer, nur mach das nicht nochmal, das ist nicht cool. Nun, was wäre, wenn ich es nochmal machen würde? Bitte nicht. Du magst das ja wirklich nicht, ha? Ich glaube, ich habe mich ganz klar ausgedrückt, mir gefällt das nicht. Also könnte ich einfach sagen, gib mir dein Essensgeld. Wovon sprichst du, Mann? Naja, gib mir dein Essensgeld oder ich mach die Sache mit der Hand nochmal. Es ist schon 14 Uhr, ich habe mein Essensgeld schon gegessen. Nun, ich glaube, man nutzt das, um Essen zu kaufen. Aber das hat mir keiner gesagt, ich hänge hier draußen einfach nur ab. Okay, dann gib mir dein Haus. Nein, ich kann dir das nicht geben. Ich mach die Sache mit der Hand, gib mir dein Haus. Na komm schon, da drin sind alle meine Sachen. Jetzt gib schon. Nun, wie wäre es dann, wenn ich die Sache mit der Hand bei dir mache? Du kannst die Sache mit der Hand nicht machen, ich bin derjenige, der das macht. Vielleicht kann ich das weißt du nicht. Ich meine, dafür gibt's nicht mal einen Präzedenzfall, denn historisch gesehen bin ich derjenige, der die Sache mit der Hand macht, bei der ich meine Hand ganz schnell zum Mund des anderen bewege. Du wüsstest nicht mal, wo du... Oh, so geht das. Oh Mann, ich hasse das. Ich hab gesagt, das ist schlimm, ich hab Kopfschmerzen. Oh ja, ich auch. Hört sich an wie Telefonklingeln. Ich hab euch die Sache mit der Hand machen sehen, ja? Mach das bitte nochmal. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, wir sollten uns das nicht mehr gegenseitig antun. Das scheint gefährlich zu sein. Ja, einer von uns könnte bewusstlos werden oder so. Also das klingt ziemlich cool. Okay, was wäre, wenn ich demjenigen Geld geben würde, der den anderen umhaut? Ah, ich weiß nicht, das tut ziemlich weh. Ja, und ich hab schon gegessen. Okay, und was wäre, wenn der Gewinner ein Gürtel bekommt? Oh, ein Gürtel? Ich will diesen verdammten Gürtel.